Mal pupsen, uns fällt nicht auf. So. Das sieht auch gut aus von oben. Ist halt bloß blöd mit seinem eigenen Plan halt. Das mit dem. Ja, man könnte auch nur den Plan reinmachen, meinst du, vom Größenverhältnis? Ja, ist halt schwierig. Ich glaube, das kriege ich nicht. Ich weiß nicht, ob du es mit 3 Kameras gesplittet kriegst. Setz dich mal kurz normal hin. Mit 3 Kameras gesplittet? Nee, weil die gehen nur gleich, also gehen nicht gleichzeitig. Gehen nicht gleichzeitig. Weil es dasselbe Modell ist und OBS sie nicht unterscheidet. Mhm. Was man machen könnte, ist, wenn du deinen Plan daneben legst, hier. Kann ich machen, dann ist es größer und dann kann ich näher ranzoomen. Dann kannst du näher ranzoomen, weil man sieht ja bei beiden immer nur die oberste Aber den, Hälfte. Den muss ich dann hier hin machen. Ach so, ja. Kann ich aber machen. Ja, oder wir schieben den weiter rüber. Das geht. Ja, ja, und schieben beide uns mehr in die Mitte. Das kann man auch machen. Das geht, oder? So, das okay. Gucke ich gleich. Machen wir das OBS. So. Ja, dann sieht man halt den unteren Teil tatsächlich nicht. Ich glaube, nee, wirklich geht das nicht. Ich glaube, wir machen es nur mit einem Plan. So, und. So geht das, glaube ich. Okay. Das ist halt das Schwierige. Weil die Leute sehen es ja eh noch mal größer, wenn du Vollbild machst. Ne? Ja, ja. So. Okay. Dann Record. Wir sind wieder zurück. Wir spielen Pandoria Merchants. Das ist ein Roll and Write von Bernd Eisenstein und Jeffrey D. Ellers. Vom Kleinverlag aus Berlin, Iron Games, und ist im Prinzip das Roll and Write von Pandoria, dem Einsatzspiel, was ein bisschen anders da war als Carcassonne vom Legen her, weil die Plättchen gewertet werden, wo man nicht drauf setzt, sondern wo man benachbart setzt. Das war ja dann der Haupteffekt, der ist auch hier genauso drin. Und das haben wir auch noch nie gespielt, das Ganze hat eine Familienversion und eine Expertenversion. Wir spielen gleich die Expertenversion. Der Hauptunterschied ist einfach, bei der Expertenversion muss man sich pro Karte entscheiden, ob man den Zauberspruch oder das Gebäude nutzt. Und bei der Familienversion gibt es nur Zaubersprüche und keine Gebäude. Und die kann man auch nur in Abhängigkeiten kaufen. Aber es ist dann ein bisschen leichter. Da wir nicht beide reinkriegen, machen wir das wie folgt. Also das Spiel spielen wir jetzt zu zweit. Ich weiß gar nicht, für wie viele Personen es ist. Haben wir das gesagt? Bis zu viert. Bis zu vier, okay. Man kann es auch online spielen. Dafür hat er auf dem Plan hier Koordinaten. Dann muss halt jeder diesen Plan hier haben und mit ausfüllen. Und man kann das auch im Internet kaufen. Dann kann man einfach nicht im Internet kaufen, im Internet ausdrucken, kann man die hier nachdrucken oder halt auch wieder laminieren. Zu Beginn hat jeder eine Ressource bei der normalen Version, also nicht bei der Familienversion. Ein Handwerk, ein Gold, ein Kristall, ein Holz. Hier trägt man die Siegpunkte ein, da trägt man die Artefakte ein, wenn sie eingesammelt werden. Hier steht nochmal das Tauschverhältnis von Handwerk, wenn man es tauschen möchte, 2:1. Relikte streicht man ein paar durch, wenn man nur zu zweit spielt und Monumente auch ein paar. Und hier unten startet man gleich mit einem Startgebäude. Das dürfen wir uns dann aussuchen, das ist dann schon gekauft. Wenn man am Zug ist, werden normal die 2 Würfel gewürfelt. Die sagen dann einen Rohstoff, in dem Fall Gold. Und hier einen beliebigen, der nicht Gold ist. Oder wenn es 2 Fragezeichen sind, dürfen es auch die gleichen sein. Oder aber in dem Fall dann das eintragen, was da ist. Das muss ich auf dem Plan, und zwar immer benachbart, entweder zu den 4 Startressourcen oder zu einer Ressource, die schon eingetragen worden ist. Und das andere auch wieder benachbart dazu, trägt man hier ein. Wenn es die gleichen sind, also bei den 2 Fragezeichen oder dann Doppeldreieck, male ich dazwischen so ein Reliktsymbol. Und wenn die gewertet werden, sammle ich das ein. Gewertet wird, sobald die komplett umschlossen sind, mit anderen Symbolen, die nicht die gleichen Symbole sind. Also zum Beispiel die Dreiecke mit den Kronen, wenn die komplett umrundet sind, oder mit irgendwelchen anderen Symbolen. Spielfeldrand oder Wasser oder den Sumpf, den es hier gibt, der tut auch dann eine Wertung auslösen, wenn es komplett umrandet ist. Man trägt die ein, dann noch sein Kürzel nebendran, ein Feld nebendran darf man eintragen, die Niki dann also mit N, der Andreas mit A. Und wenn es gewertet wird, kriegt man an Ressourcen oder Siegpunkten dann so groß wie das gesamte Feld ist, mal die Arbeiter. Und da sieht man schon, man kann nicht mehr als 5 haben, wenn man mehr als 5 kriegt, dann kriegt man immer einen Siegpunkt, es sei denn, man hat hier das Upgrade-Gebäude gebaut, irgendeins hat 2 Siegpunkte gebracht. Ich finde es gerade nicht.
Das hier, die Statue, wenn man die hat. Nee. Welches war's? Ich hätte auch gedacht, das ist das gewesen, wenn man die Statue bringt mehr Siegpunkte bei der, wenn man die Stadt wertet. Es gab noch eins, was? Was ist hiermit? Das ist immer, wenn du baust. Ei, wo ist es denn? Da. Nee, das ist, da ist es. Das Geschäft. Ah, ja. Das bringt mir dann 2 Siegpunkte, wenn ich mehr habe. Und zwar auch beliebig oft. Die Stadt bringt mir einfach sofort Siegpunkte, die trage ich hier ein. Am besten lässt man ein bisschen Platz, weil die mehrmals sein kann. Ansonsten kriege ich Rohstoffe. Nachdem ich das gemacht habe, also beide Spieler, man würfelt, trägt ein und macht dann eine Aktion und dann ist der nächste Spieler dran. Und dann als Aktion kann man machen entweder einen Zauberspruch oder ein Gebäude. Dafür muss man aber die Karte vorher gekauft haben. Was gab es noch an Aktionen? Monument oder Relikt. Gebäude, genau, Monument oder Relikt, genau. Ich darf ein Relikt bauen, das heißt, ich muss halt dementsprechend schon die Artefakte eingesammelt haben. Das geht nur mit Wertungen. Und dann gebe ich aus 2 Artefakte und ein Handwerk. Dann kann ich hier 1, 6, 5 oder 4 bauen zu zweit. Wenn ich das gebaut habe, ist es bei Niki verschwunden. Oder ich gebe mehr aus, dann ist das 10 oder 8er und das ist dann bei Niki weg oder bei mir weg, wenn sie es baut. Monumente darf man auch bauen als Aktion. Man hat nur eine Aktion, das heißt, ich überbaue ein Gebäude, was ich schon gebaut habe mit Holz, zahle 5 Holz minus dem, was das Gebäude damals gekostet hat an Holz. Also wenn ich das Gebäude überbauen würde, zahle ich nur 3 Holz und dann baue ich halt ein Monument. Und das hat dann die Niki auch nicht mehr zum Ausstreichen. Karten kann ich kaufen, wenn ich gewertet habe. Wenn ich eine Wertung auslöse, dann darf ich eine Karte kaufen für Gold. Und zum Start darf man eine dieser 3 hier kaufen. Und wenn ich eine Karte gekauft habe, dann markiere ich mir die. Kann ich sie später als Zauberspruch nutzen, als Aktion, statt ein Relikt oder Monument zu bauen? Dann muss ich aber Kristalle ausgeben, was hier oben steht, und kreuze das Gebäude weg und den Zauberspruch weg. Den nutze ich dann und dann ist der verbraucht. Oder aber ich baue ein Gebäude, dann kreuze ich den Zauberspruch weg, auch nur von gekauften Karten. Dann habe ich einen dauerhaften Effekt. Und bei Zaubersprüchen und Gebäuden gibt es so ziemlich alles. Rerolls, Manniken, die doppelt oder dreifach zählen bei der Wertung. Gebäude errichten mit billigeren Kosten, noch eine Karte erwerben für umsonst, beschwören war was? 5, müsste ich nachgucken, habe wieder vergessen. Beschwören, setze einen Ressourcenmarker, ach, da kannst du einen Ressourcenmarker auf 5 setzen. Hier kriegst du immer eine Ressource, wenn es auf 0 rutscht am Ende deines Zuges. Da kriegst du immer Siegpunkte, wenn du was baust. Hier kriegst du immer mehr bei einer Wertung, kriegst du immer 2 mehr, egal, entweder bei Gold oder bei Handwerk oder bei Holz. Wenn es gewertet wird, 2 pro Feld kriegst du noch dazu. Markt ist ein besserer Tauschwert, etc. pp. Und die Einzelfunktion kannst du dich zum Beispiel in den Schiffen eintragen, was auch ziemlich cool ist, weil dann zählen alle benachbarten Felder für dich in die Wertung rein. Oder du kannst Rerolls machen oder du kannst Manniken klonen oder noch Manniken einsetzen. Ich glaube, das ergibt sich alles, weil du kannst jeden Zauberspruch sowieso nur einmal bauen und die Gebäude darfst du auch nicht doppelt und dreifach bauen. Soll ich einen Startspieler machen? Ja. Okay. Hier oben gibt es auch nochmal eine Rundenübersicht, dass man genau sieht, der Startspieler trägt sich hier oben ein. So. Und dann kann es losgehen. Es beginnt mit, ich würfel. Ich habe ein Gold und ein Handwerk. Dann steht hier eintragen und Manniken nebendran setzen. Jetzt versuche ich das natürlich möglichst so einzutragen, dass ich schon neben Gold bin, damit das nachher in der Wertung besser ist. Ne? Und was habe ich noch? Ein Handwerk. Das heißt, das würde ich wahrscheinlich so eintragen und so. Weil wenn ich dann hier das A eintrage, bin ich zu beiden benachbart, zu beiden Gebieten. Jetzt darf ich noch eine Aktion machen. Steht hier, achso, wir haben vergessen, eine Stadtkarte zu kaufen, Niki. Ich glaube, die kriegen wir auch für Umme. Gucke ich nochmal nach. Wählt gleichzeitig einer der 3 Startkarten dazu und kreist ihr das ovale Goldsymbol. Also wir müssen sie nicht kaufen, einfach nur eine Startkarte. Da ist jede Karte 1 billiger, wenn wir das Gebäude bauen. Und der Zauberspruch ist, einmal ohne Holz ein Gebäude bauen. Hier kriegen wir eine Karte komplett für umsonst. Oder dauerhafter Effekt, jedes Gebäude oder Monument, das wir bauen, ein Holz weniger. Das hier war 1 sofort auf 5 setzen, wenn du die Zauberei machst. Oder jedes Mal, wenn du eine Zauber ausführst, 1 billiger. Ich nehme mal das Gebäude, was Gebäudebau billiger macht. Mhm. Ich markiere mir das hier noch an der Seite. Ich finde, das sieht man nicht so gut. Ah, okay. So, und jetzt mache ich noch meine Aktion. Ich könnte jetzt also, wenn ich wollte,
3 Holz ausgeben, die ich nicht habe. Und da hätte ich schon das Gebäude bauen können, das geht aber nicht. Dann dürfte ich den Zauberspruch bauen, das kann ich mir auch noch nicht leisten. Ich darf ein Monument bauen oder ein Relikt bauen. Tja, geht alles nicht. Also passe ich. Krone und Kreis. Krone ist die Stadt, die generell Siegpunkte bringt, und Kreis ist Gold. Aber markieren tue ich das auch hier drin, gell? Genau, mit Krone und Kreis. Du kannst ihn überall hin machen, wenn du ihn hier hin machst, ist es halt ein Dreiergold dann später. Ja. Was soll das sein? Eine Krone. Ah ja. Sollte es zumindest werden. Okay. Ich muss mich erst überlegen. Schreib mal Krone drunter. Und ein Kreis. Und dann noch ein N. So. Okay. So, bei Kreis. Ach nee, kriege ich ja noch nicht. Ist ja nur bei der Werbung. Besser gewesen, dass du dich hier hinsetzt, dann schreiben wir beide die gleiche Richtung. Aber alles okay, kriegen wir hin. So, jetzt dürftest du noch eine Aktion machen, aber du hast genauso wie ich wahrscheinlich viel zu wenig. Genau, weil Handelsgüter kann man ja auch nur 2-1 tauschen. Okay, that's it. Dann bin ich, weil Wertung gab es ja noch nicht und Kartenkauf auch noch nicht. Okay, Krone und Holz. Holz ist ja hier, Krone wäre da. Allerdings macht man natürlich, wenn ich jetzt hier eine Krone und Holz mache, auch hier schon so langsam das Gebiet zu. Das ist natürlich auch alles gut. Dann mache ich doch mal Krone. Und Holz. Ich muss die wahrscheinlich auch nicht benachbart malen, aber das wäre natürlich auch blöd, ne? Ich glaube nicht. Du musst zumindest auch an dem Gebiet sein. In beliebiger Reihenfolge auf 2 leere Hexfelder. Beide Felder müssen benachbart sein. Ah, okay. Mhm. Gut, dann macht es Sinn. Das heißt Holz, 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 Holz. Ich mache es mal hier, um so ein Gebiet demnächst abzuschließen. Und dann darf ich noch ein A eintragen. Dann mache ich mich mal hierhin, damit gibt es eine Wertung. Weil das Holz eingepackt. Weil ich das Holz eingepackt habe, genau. Genau, jetzt ist die Frage, wird die Wertung eigentlich gemacht vor meiner Aktion? Nee, es kommt danach. Das heißt, jetzt müsste ich eine Aktion machen, kommt das Gleiche raus, ich kann mir nichts leisten. Danach wird geguckt, das Gebiet ist jetzt hier abgeschlossen. Das heißt, ich kriege ein Holz mal 2. Hätte ich jetzt ein Gebäude, was nochmal, gibt ja die Sägemühle, dann würde ich nochmal 2 dazu kriegen. Also kriege ich 2 Holz. Und Holz ist ja gut, um endlich mal ein Gebäude bauen zu können. Willst du das gleich noch machen? Nee, das muss ich ja vorher machen. Hätte die Reihenfolge. Würfeln, eintragen, Aktion, dann Gebiet. Okay. Fragezeichen, Stern. Und was wir nicht erklärt haben, fällt mir ein, wenn man zu zweit spielt, spielt man nur bis zu diesem ersten Fluss, sonst hat er keine Bedeutung. Wenn man zu dritt spielt, bis zum zweiten Fluss. Wenn man zu viert spielt, das ganze Feld. Fragezeichen, Stern. Das heißt, kannst du immer hier hinlegen, die Würfel. Ein Stern und ein anderes Symbol als den Stern in dem Fall. Ein Holz. Der Stern ist für die Magie wichtig, das sind die Kristalle. Und jetzt noch mein Kürzel. Jetzt noch dein Kürzel. Danach gibt es auf jeden Fall eine Wertung, von der wir beide betroffen sind. Ja. Und zwar 3... 3 Gold. 3 Gold. Genau. Und in dem Fall bei uns beiden nur mal 1. Genau. Dann bist du dran. Next round. Achso, zu Ende haben wir auch noch nicht erwähnt. Zu Ende ist das Spiel, wenn... Bei 2 Personen, wenn 3 dieser vorgemalten komplett umrundet sind und bei mehr Personen, dann müssen es dementsprechend mehr sein. Ein Holz und was anderes.
Halt. Mhm. Und jetzt kann ich noch eine Aktion machen und die könnte ich mir langsam auch leisten. Dann baue ich mal hier das Gebäude. Ich könnte auch einen Zauberspruch machen. Nee, kann ich mir noch nicht leisten. Also ich baue das Gebäude. Damit streiche ich den Zauberspruch durch. Das kostet mich 3 Holz. Ich umrande das. Und ab jetzt habe ich den Zimmermann. Das heißt, jedes Gebäude und jedes Monument, das ich baue, kostet mich 1 Holz weniger. 2 Holz. Haben wir eigentlich das mit den, werden die Relikte auch eingetragen, wenn die nebeneinander sind? Ich glaube nicht. Nee, nur wenn man so wie jetzt bei zwei gleichen Ressourcen zeichnest du zwischen die beiden ein Artefaktsymbol. Mhm. Jetzt kommt es. Wollte ich es jetzt machen. Ja, aber dann wäre das extrem selten, das kann ich mir kaum vorstellen. Ja. Das kann man jetzt doppelt verstehen. Bei 2 gleichen Ressourcen zeichnest du zwischen die beiden Ressourcenfelder ein Artefaktsymbol. Könnte auch sein, dass wir hier schon Artefakte eingesammelt hätten, aber die Stadtressourcen zählen nicht. Sobald man die nebeneinander macht. Also hier vielleicht, ne? Also verstehe ich. Bei 2 gleichen Ressourcen. Ja, also das heißt, hier wäre wahrscheinlich ein Artefaktsymbol. Und sonst noch gar nicht, weil das alles mit den Stadtsymbolen ist. Kronen. Da auch noch, genau. Okay. Sonst kommt es zu selten vor, weil das kann ja nicht sein. Das wäre ja purer Zufall sonst. Jetzt kann ich aber auch Holz einmal. Obwohl, warte mal, warum? Ich will ja nicht dich mit. Ach, warum denn nicht? Es ist ein kooperatives Roll'n'Ride. Ja, genau. Gibt es eigentlich kooperative Roll'n'Rides? Ich glaube noch nicht. Dann kommen da auch Artefakte dazu. Hier und hier. Ja. Müsst ihr dann. Müssten dann 3 sein, ne? Eigentlich schon, ja. Bei 2 gleichen Ressourcen zeichnest du zwischen beide Ressourcenfelder ein Artefaktsymbol. Gibt es eine englische Anleitung? Nee. Deutsche Version. Deutsche Version. Mach mal 3 jetzt erstmal. Ich guck mal kurz bei BGG, ob es da schon FAQ gibt. Aber wahrscheinlich noch nicht. Ich habe da so 2-3 Probleme mit der Anleitung tatsächlich. Die waren nicht so gut. Nee, da gibt es noch keine FAQ. So, und ich mache wieder meinen Kürzel dran. Artifacts limits to 16 per player. Aber ich weiß, was das Problem ist, so das zu malen, weil man kriegt viel zu viele Ressourcen, die man nicht nutzen kann. Ja, dann kriegst du ja Siegpunkte für. Ja. I played the solo game once. Ja gut, da müsste man Bernd fragen. Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Ich habe das nicht hierhin, sondern dahin gemalt. Ja, ich glaube, wir machen einen ganz kurzen Break. Ich versuche mal ganz kurz den Bernd zu erreichen. Sag ihm du, wir streamen gerade live. Kannst du mir eine Regelfrage beantworten? Mal gucken, ob er das macht. Kriegt man den hier irgendwo erreicht? Ich check das mal kurz. Der muss ja ein Impressum haben, das ist doch Pflicht. Oder? Interview? Kontakt? Müssen Kontakt? News, Games, Designer? Impressum? Spiele? Vielleicht hat er kein Impressum? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist das legal? Heutzutage. Impressum da versteckt. Nee, ich habe keinen. Ich schicke ihm mal eine E-Mail. Wenn ich Glück habe, liest er die. Disclaimer. info@irongames.de. Ja, genau. Regelfrage für Live-Let's Play. Aber wahrscheinlich antwortet er jetzt nicht so schnell. Wann werden die Artefakte eingezeichnet? Nur wenn ich ein Pärchen würfel? Glaube nicht. Immer wenn 2 Ressourcen eingetragen werden, die gleich sind. Also auch wenn ich ein Holz zu einem schon eingezeichneten Holz eintrage. Was ist, wenn 3 Holz im Kreis
nebeneinander sind das dann drei, wie heißen sie, Artefakte? Belegte. Nee, Artefakte. Artefakte, ja. Und Startressourcen zählen dafür nicht auf den Plan, oder? Andreas. Okay, haben wir rausgeschickt. Vielleicht kommt ja gleich eine Antwort. Tatsächlich, die Regel hätte ich auch, das ist ein ganz kleiner Minuspunkt, die ist nicht so gut formuliert. Da habe ich ein paar Sachen, die mich ein bisschen verwirrt haben. Okay. Du bist dran. Aber ich glaube, das bringt jetzt das Spiel nicht in Unbalance. Aber ich kann mir fast, wann würfelst du hier mal ein Pärchen? Also es ist halt... Ja, mal sehen, wie oft. Das ist nämlich jetzt genau kein Pärchen. Ja. Gut, dann würde ich das nämlich auch mal hier machen. Ich male mal hier eine Krone. Mhm. So. Ist gar nicht so einfach, gell? Eigentlich schon. Ne? Und was anderes noch nebendran. Was anderes noch nebendran. Dann mache ich mich mal hier hin. Und mache hier was anderes, dann wird es nämlich abgeschlossen. Ja. Dann mache ich mal wieder so ein Holz. Hm? Bei Gold brauchen wir auch. Mach mal ein Holz. Ach, wir hätten noch eine Karte kaufen können, beide, weil wir gewertet haben, oder? Aber jetzt kann ich auch nochmal eine Karte kaufen. Also hier kommt nochmal ein Relikt hin und ein Relikt. Ach so, stimmt. Hast du hier gewertet gehabt? Nee, ne? Du hast nicht. Nein, das ist nicht abgeschlossen. Ah, Sekunde. So, das heißt, ich mache jetzt da eine Wertung. Das heißt für mich 2 mal 3 sind 6 Siegpunkte und für dich aber auch. Ja. Tragen wir hier ein. Und wir kriegen beide 3 Relikte. Artefakte, Entschuldigung. Und vorher, also bevor ich diese Relikte hatte, darf ich noch eine Aktion machen? Das heißt, ich würde mir eine Karte kaufen, weil ich so viel Gold habe. Welche Karte denn? Karte. Ich glaube, ich kaufe mir die Akademie. Ja, das hätte ich vorhin auch machen können noch. 1, 2, 3. So, dann habe ich gewertet und mir das eingetragen. Das heißt, erst nächste Runde könnte ich ein Relikt oder Monument bauen. Dann darf ich... Achso, eine Karte kaufen, habe ich ja gerade gemacht. Darf ich die noch nach? Nee, halt, warte mal. Ja, darfst du. Halt, ich darf vorher noch eine Aktion machen. Die Karte habe ich halt schon gebaut, das heißt, die kann ich nicht nochmal bauen. Und ein Monument kann ich noch nicht kaufen, weil ich nicht genug Holz habe. Und das kann ich auch noch nicht. Okay, also ich habe das übersprungen, kann keine Aktion machen. Ich habe gewertet und habe mir eine Karte gekauft. Dann bist jetzt du. Aus der Spielregel, Artefakte werden in einem Spielzug 2 gleiche Ressourcen eingezeichnet. Zeichnest du zwischen diese beiden? Ja, nee, das klärt nicht unsere Regelfrage, Udo. Ich finde das schlecht formuliert, weil heißt das wirklich nur, wenn, dann hieße das nur, wenn ich ein Pärchen habe. Oder heißt es auch, weil da steht in einem Spielzug. Dann würden wir es aber falsch spielen. Lass mal kurz gucken. Bei 2 gleichen Ressourcen zeichnest du zwischen... Wo hast du den Absatz her? Also in meiner Regel steht hier, bei 2 gleichen Ressourcen zeichnest du zwischen die beiden Ressourcenfelder ein Artefaktsymbol. Oder gibt es eine neuere Regel bei BGG? Lass mal gucken. Das habe ich natürlich nicht geschaut. Das können wir aber gerade klären, ob es eine neuere Regel gibt und meine gedruckte hier veraltet ist. Das finde ich zwar immer Mist, aber wie soll es ein Verlag so schnell korrigieren? Das ist dann halt so. Ich guck mal gerade. Pandoria Merchant. Ob es da ein Pfeil gibt. Es gibt 16 Pfeils. Regular Rules.
4 months ago. Dann lege ich mir mal gerade die Regeln runter in Englisch. Mal gucken, was in Englisch drin steht. Then draw one worker, draw two resources. So, wo steht's? Roll two dice. If you roll doubles, draw an artifact symbol between the two hex spaces on the same resources. Ach ja, also in der Englischen ist es eindeutig. Da steht nämlich unter dem roll two dice, if you roll doubles. In der Deutschen ist es nicht so schön. Also nur wenn man ein Pärchen. Das heißt, wir hätten keine, ne? Haben wir schon mal ein Pärchen gemacht? Ich habe ein Pärchen gemalt und das war das dann. Dann sind die wirklich extrem selten. Das heißt, ich habe keine. Ja, ich auch nicht. Boah, das ist aber auch... Naja gut, das ist so, kann vorkommen. Also das ist ein richtiges. Finde ich immer einen Ticken unschön. Weil jetzt in der Englischen, vielleicht steht es auch in der Deutschen, die man sich beim Verlag runterladen kann. Mach du jetzt erstmal deinen Zug. Ich gucke gerade mal, ob es in der Deutschen schon drin steht auf Verlagsseite. So, ich habe einen Stern und einen Kreis. Spielplan, deutsche Spielregeln, aktualisiert 13.10. Gucken wir mal. Achso, warte mal. Oh, das da verbessert. Ne, da steht es weiter unten. Auch in der aktuellen deutschen werden in einem Spielzug zwei gleiche Ressourcen eingezeichnet. Das finde ich in Englisch besser formuliert. Da steht, if you roll doubles in a turn. Das ist ziemlich eindeutig. Wäre ein kleiner Kritikpunkt von mir. Der Andi kriegt auch 4 Kristalle. Ach, das ist ja geil. Auf der Iron Games Seite steht es nicht. If you roll doubles. Doch, da steht if you roll doubles. Das ist halt der Unterschied. Okay, das heißt, ich tue das mal ausdrucken und tue das in die Schachtel. Draw artifacts if you roll doubles. Nur wenn man Pärchen gewürfelt hat, Artefakte einzeichnen. So, dann tue ich das gerade drucken und dann tue ich das in die Schachtel. Dann passiert uns das nicht nochmal. Ja, Regel haben wir jetzt drin. Ich würde das tatsächlich mal ausprobieren. Da steht aber nicht wo. Ich mache mal den Zauberspruch, also um dich zu informieren, was ich gemacht habe. Ich habe das hier eingetragen und habe meinen Buchstaben hier eingetragen. Ja. Dadurch ist das Gebiet abgeschrieben. Ich habe dir 4 Zaubersprüche gegeben. Mir also auch. Und einen Kreis. Kriegst also ein Gold, ja. Genau, jetzt würde ich den Zauberspruch klonen machen bei mir. Den hast du auch vorher schon gekauft, die Karte? Die habe ich gekauft. Mhm. Und dann darfst du einen Arbeiter... 3, bin ich auf 2 von 5. So, ein benachbart... auf einem leeren Feld benachbart zu einem deiner anderen Arbeiter. Das heißt, ich könnte jetzt hier das N auch machen und dann muss man uns hier nicht mehr kümmern. Genau. Und habe damit ein zweites Gebiet gewertet. Okay, streiche erstmal die Zauberkarte durch. Alles kannst du durchstreichen davon, du kannst sie nicht mehr verwenden. Alles durchstreichen? Ja, ja, das ist mein Symbol, das ich benutzt habe. So, und dadurch werte ich jetzt aber auch das hier. Das ist 4 mal 3. 12. Das sind 12. 4 kriege ich drauf, bleiben 8 übrig. Sind ich nochmal 4 Siegpunkte, genau. Und 2 Relikte. Wenn du's sind es diesmal wirklich 2 echte Relikte. Wieso 2? Ach nee. Ein Relikt. Kriege ich nur einmal? Einmal das Relikt. Okay, ein echtes Relikt. Ein echtes Relikt. Der Udo sagt gerade, eventuell gibt es noch andere Gelegenheiten, bei denen man durch einen Sonderzug, es gibt ja diese, dass du einen Würfel oder zwei Würfel würfelst als Zauberspruch, aber es gibt keinen, dass du es dir aussuchen kannst, wie sie kommen. Außer du würfelst natürlich die 2 Fragezeichen, dann kannst du es generell machen.
Also dann passiert das aber relativ selten im Spiel. Ist ja gut zu wissen. Okay. Gut. Das war dein Zug. Mit einem Artefaktabschluss erhältst du dieses Artefakt, egal wie viele Arbeiter du benachbart. Ach ja, genau. Okay. Genau. Dann ich tue gerade mal um, weil du machst das, glaube ich, cleverer. Das mache ich ja auch mal hier gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das macht es mehr Sinn. Ja, das finde genau. Günstiger. So. Genau. Stern und Gold. Mache ich hier mal ein Gold und mache einen Stern. Dann wird. Kriegst du zwei Holz. Zwei Holz. Und das noch nicht. Mhm. Genau. Und dann darf ich noch meine Aktion machen. Das heißt, jetzt könnte ich eventuell das Gebäude hier bauen, weil ich krieg's ja eins günstiger. Das baue ich auch. Ich baue dann die Akademie. Das heißt, jedes Gebäude, was ich jetzt baue oder jedes Monument ist. Ein Siegpunkt mehr. Ein Siegpunkt. Kriegst du einen Siegpunkt. Genau. Das heißt, der Zauberspruch ist weg. Das soll man immer auch so markieren. Okay. Und das Gebäude habe ich. Dann war das meine Aktion. Da wird geguckt, ob gewertet. Ach so. Das Holz hätte ich erst danach bekommen. Das muss ich wirklich machen. Von der Reihenfolge ist das blöd, gell? Das ist blöd. Das heißt, das ist noch offen und noch nicht gebaut. Weil jetzt kriege ich erst das Holz. Das muss der erste Aktion, dann wird gewertet. Weil gewertet wird, könnte ich jetzt eine Karte kaufen. Mhm. Das heißt, ich habe noch die zwei Holz, ne? Ja. Karte kaufen könnte ich mir aktuell fast keine. Eine Einserkarte könnte ich kaufen. Dann kaufe ich mir mal die Einserkarte hier. Machen wir es so. Dann bist du, dann muss ich das im nächsten Zug machen. Musst du noch dein Gold auf Null setzen? Ja. Gut. Krone und... Artefakte sind ja auch was Seltenes, gell? Ja, das ist richtig... Krone und Stern. Aber dann könnte es ja theoretisch auch passieren, dass sie fast gar nicht vorkommen. Aber ja, ist halt, ist so. Das heißt, ich krieg drei Siegpunkte. Und ich einen. Ja. Das ist übrigens immer noch mein erster Kuli von meinem ersten Arbeitgeber hier. Mhm, habe ich gesehen. Stopp. Jetzt habe ich... Vorher hättest du noch eine Aktion machen dürfen, aber da hat der Siegpunkt keinen Einfluss drauf. Genau, ich könnte nämlich auch... Ich mache das nämlich jetzt auch. Jetzt kaufe ich mir nämlich endlich das Billigmachen. Im Bernschreiben hat sich erledigt. In den englischen Anleitungen steht's. Und darf man immer nur eine Karte kaufen? Oder ein Haus bauen und eine Karte kaufen? Kann man das kombinieren? Immer nur eine. Ja, das Haus bauen ist ja eine Aktion. Die Karte kaufen ist nur, wenn du wertest. Da hast du noch eine zusätzliche Aktion am Schluss, eine Karte kaufen. Ach ja, genau. Ich habe ja jetzt, ich habe ja gewertet, dann kann ich jetzt noch eine Karte kaufen. Gerade Iron Games, dass sich's erledigt hat. Und dann bist du jetzt dran. Ich bin dran. Okay. Jetzt haben wir ja alle Sonderfälle, glaube ich, abgedeckelt. Mhm. Ich würfel Holz und Krone. Krone. Ich glaube, ich sollte hier auch mal das Holz weiterbauen. Ne? Hilft ja. Ist das vielleicht hier noch mit einer Krone irgendwie an? Und mach mal hier ein A, dann tut sich das eher hier nämlich schließen. So, jetzt kann ich das machen, was ich letzte Runde gemacht habe. Zwei Holz ausgeben. Genau, jetzt hast du das Akademie Gebäude. Wirklich gekauft. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir's. Durchgestrichen, durchgestrichen. Kostet mich eins weniger. Ab jetzt ist jeder Bau gut. Ein Siegpunkt. Gebiet werden kannst du nicht. Gebiet werden kann ich nicht. Damit kann ich auch keine Karte kaufen.
So, Kreis und Dreieck. Um von dem Holz, was du da hast, auch mit profitieren zu können. Nein, muss man nicht. Doch. Nee. Das schreibt die Anleitung nicht vor. Noch nicht mal die englische. Brauche ich gar nicht nachgucken. Wir hatten mal ein Spiel, ich weiß nicht mehr, was heißt, war vom Kleinverlag. Da haben die drei FAQs und nochmal komplett die Regeln geändert gehabt. Das fand ich extrem störend. Ich habe mir dann die Neuauflage geholt, weil ich das Spiel ziemlich gut fand. Ich weiß aber gerade den Verlag nicht mehr. Aber in dem Fall ist ja jetzt nur wirklich eine Regelfrage, die nicht so optimal gelöst ist. Aber auch das ist in letzter Zeit öfter mal passiert. Ich nenne da mal Alea. Da war die englische Anleitung von Castles of Tuscany deutlich besser als die deutsche, weil sie gewisse Sachen gesagt hat, die die Deutsche dann einfach nicht erwähnt. Was sehr witzig ist, weil sie garantiert original in Deutsch geschrieben worden ist und in Englisch übersetzt worden ist. Gut, ich habe Kreis und Dreieck eingemalt. Und hier ist auch die Struktur von der Englischen ist anders als von der Deutschen, auch online tatsächlich. Da wird das erklärt im Würfelabsatz und nicht weiter drunter. Komisch. Kann der Bernd garantiert als Kommentar auf das YouTube-Video hier antworten, warum das so ist und ob was noch ändert elektronisch. Du hast da abgeschlossen? Mhm. Oder sogar mehreres. Mhm. Dann mach erstmal deine Aktion vorher, Schnucki. Genau. Und dann machen wir das andere. Ich könnte jetzt für Gold noch eine Karte kaufen. Oder ich mach mal... Nein, Karte kaufen kannst du immer nur am Schluss. Aktion ist Zauberspruch nutzen, ja. Gebäude bauen, Monument oder Relikt. Wenn du das nicht kannst... Errichte ein Gebäude oder Monument ohne Holzkosten. Sofort, genau. Das heißt, wenn ich das benutze, kann ich mir egal welches Gebäude bauen. Ja. Dann mache ich hier mal... Du sollst es einfach durchstreichen, sagt die Anleitung. Ja, die sagt aber auch nicht, dass ich bei einem Pärchen ein Relikt kriege. Gut, du machst den Zauberspruch, das heißt, sofort machst du jetzt noch eine andere Karte? Das heißt, ich könnte jetzt ein Monument machen. Immer. Errichte ein Gebäude oder Monument ohne Holzkosten. Ja, du könntest jetzt auch ein Gebäude überbauen, wenn du noch eins besitzt. Ich habe das da. Könntest du als Monument ohne Holzkosten überbauen, ja. Und da brauche ich nur Handwerk. Ja, genau. Ein Handwerk. Korrekt, dann hast du den Zehner gebaut, den muss ich bei mir durchstreichen. Das war ja gar nicht so schlecht. Markiere ich das irgendwie, dass es ein Monument ist? Ja, hast du doch da oben. Das Gebäude ist jetzt weg. Das musst du dir komplett durchstreichen. Das bin ich sicher. Ich gucke nach, aber du überbaust es ja, also würde Sinn machen. Warte. Dann umkreist du das wertvollste Moment. Die Holzkosten werden nun des ausgekreuzten Gebäudes reduziert. Ja, du musst ein Gebäude zerstören dafür. Okay. Und dann das heißt, ab jetzt zahlst du wieder den normalen Gebäudepreis. Okay. Gut, dann machen wir die Wertung. Du kriegst ein Gold. Ein Gold. Und den kriegst du nicht. Doch, den kriegst du auch. Und ein Dreieck. Handwerk. Genau. Ich kriegst das auch. Ich krieg auch jeweils eins. Ja. Ich krieg genau das gleiche wie du, das verwirrt mich. Ja, ich habe so gemacht, aber ich wollte unbedingt an den Holz mit drin sein. Ja, mein Holz, habe ich verstanden. Mein Holz. Du hast gewertet, du darfst eine Karte kaufen, hast du ja schon... Nee, hast du noch nicht gemacht. Nee, Karte habe ich noch nicht. Das heißt, du könntest noch für dein Gold ausgeben. Gold. Ich finde die Symbolik nicht ganz intuitiv. Einer deiner Arbeiter ist zwei oder drei. Einer deiner Arbeiter zählt doppelt. Oder wenn ich einen Zauberspruch mache, jedes Mal, wenn du erhältst du drei Punkte. Ich habe noch nicht ganz verstanden, bei den Arbeitern, der Zauberspruch wird ja eigentlich immer sofort ausgeführt, da ja wahrscheinlich nicht. Einmalige Vorteile. Und führe den Zauber aus. Nee, du musst ihn dann auch sofort ausführen, den Zauber. Das heißt, du hättest ihn jetzt nutzen können, dann hättest du da zwei Gold bekommen zum Beispiel, oder zwei Dings. Aber sonst nutzt du den Zauber jetzt nicht, das macht keinen Sinn. Ja. Nutzt den nur, wenn du wertest. Gekauft. Dass du ihn theoretischweise machen könntest. Jetzt hab ich's. Okay. Holz und was anderes. Ja, dann mache ich das mal. Oder? Ich könnte jetzt hier dicht machen. Ja. Dann mache ich hier mal Holz und mache da mal Gold, weil ich brauche mal wieder Gold. So, dann mache ich erst meine Aktion. Genau. Und dann, ich könnte jetzt einen Zauberspruch machen, wenn ich wollte. Oder ich könnte jetzt, ich habe keine Artefakte leider.
kann ich so ein Monument bauen? Könnte ich, ne? Wenn du 5 voll, also die Differenz zu 5 Holz hast, das mit 0 ist es ein bisschen schwierig. Das ist richtig. Es gibt doch hier unten die, aber die habe ich ja nicht. Ja. Nee, ist klar. Kann ich nicht machen. Das heißt, ich könnte höchstens ein Gebäude jetzt bauen, aber ich habe auch kein 0 Holz. Das heißt, ich könnte einen Zauberspruch machen. Ja. Dazu würde ich aber das hier wegkicken. Oh, dann würde ich aber mein Holz jetzt gerade richtig hoch pushen. Frage ist, will ich das? Oder ich könnte hier noch eine Karte kaufen. Einmalig. Dann verliere ich aber meinen Dauerbillig. Die Karte kaufen? Achso, das kriegst du ja. Ach, die Karte kann ich so oder so kaufen, aber hier kriege ich sie umsonst. Das ist ja Erwerb, Zauberspruch. Eine Karte für Umme. Ich glaube, ich nehme die Karte für Oma. Also ich nehme den Zauberspruch. Das kostet nicht. Ach Quatsch, ich habe ja das Gebäude gebaut, dann darf ich den Zauberspruch gar nicht machen. Ja. Ich habe mich ja schon dagegen entschieden. Habe ich eine Karte überhaupt? Die da könnte ich nutzen. Der Zauberspruch macht mir 1 auf 5. Setze eine Ressourcenmarke auf 5, ja. Kannst dein Holz auf 5 setzen. Naja, das kriege ich eh jetzt hoch. Ich könnte mein Gold mal hochpushen. Komm, den mache ich. Ich mache mal hier oben den Zauberspruch. Kostet mich 1 und dann darf ich einen Marker auf 5 setzen. Das mache ich mit Gold. Damit habe ich den Zauberspruch gemacht. Dann wird geguckt, haben wir es gefüllt. 1, 2, 3, 4 mal 2 sind bei mir 8. Und ich kriege 4. Das ist 5 und einen Siegpunkt und du kriegst 4. So, und ich, weil ich 4 kriege, bin ich auf 6. Genau. Und kriege aber keinen Siegpunkt. Nee, nur 2 zu 1. Und danach darf ich noch eine Karte kaufen. Wenn ich den auf 4 setzen würde, würde ich dann den Siegpunkt kriegen? Wie wenn du... Nee. Nee, gell? Nur, du kriegst, nur wenn du drüber gehst. Ja. Das geht so nicht. Dann Karte darf ich noch kaufen. Das tue ich vielleicht für 5 Gold. Ich kaufe mal für 5 Gold hier den Markt. Du bist ja ein Fuchs. Weil der ist nämlich... Ja, mal gucken, ob das clever ist. Ich weiß es nicht. Doppelkrone! Oh, Doppelkrone. Du darfst ein Relikt eindingsen. Doppelkrone. Doppelkrone. Eieiei, auch noch bei sowas da. Da muss ich mich mal relativ schnell mit reinbauen, damit ich das Relikt kriege. Doppelkrone, Relikt. Und da kommt mein Buchstabe. Oh. Aktion. Aktion. Ich kann kein Gebäude machen, weil ich keins gekauft habe. Ich kann aber für ein Holz. Ein Holz. Kaufe ich den Schrein. Und jedes Mal, wenn ich einen Zauber mache, kriege ich Siegpunkte. Schrein. Jedes Mal, wenn du zauberst, erhältst du 3 Siegpunkte. Okay. So, warte. Ein Holz. Bin ich auf 4. Keine Wertung. Damit kein Zug. Ui, Doppelkrone. Guck mal. Doppelkrone. Dilemma. Ein bisschen. Wenn ich mich da eintrage, kriegst du halt auch das Relikt. Wenn ich mich nicht eintrage, machst du es vielleicht nächste Runde zu, wenn ich Pech habe. Definitiv. Ah, das ist doof. Jetzt überlege ich gerade, kann ich irgendwas machen, um da noch beteiligt zu sein? Kann ich. Ich kann es mir aber aktuell nicht leisten. Ich bräuchte 1 Kristall mehr. Kriege ich irgendwo eine Kristallwertung hin? Ja, kriege ich. Ja. Okay, das heißt, ich würde hier die Doppelkrone setzen.
Dreieck dazwischen. Ist egal. Einfach ein Dreizack. Dann setze ich mich hier hin. Mhm. Ach nee, das geht trotzdem nicht auf. Verdammt. Warum? Ja, weil ich das ja erst einsammle, nachdem ich am Zug war. Ah, diese Regel. Die ist nicht intuitiv. Nee. Okay, dann mache ich die Doppelkrone doch hier oben kommen. So. Mhm. Und so. Nee. Ich krieg's okay, nicht zu dadurch. Nee, zu kriegst du es noch nicht. Kommt ein Relikt hin. Du musst noch deinen Buchstaben hinsetzen. Mach meinen Buchstaben hin. Es geht nicht zu. Das da sind drei leere Felder. Ja, markieren wir uns hier mit diesem leer. Ja, so. So, diesem leer. Dann darf ich noch eine Aktion machen. Mhm. Boah, ist das assi, man kann das gar nicht bauen. Sechs Holz, das kriegst du nur mit dem Holz, aber das hast du... Nee, ich hab's nicht zerstört, weil das ja gar nicht ging. Aber damit kriegst du es gebaut. Das ist noch da, tatsächlich, ich krieg's mit gebaut. Ich hab das noch, Das ist noch existent. Aber jetzt kannst du es durchstreichen, wenn du es dafür einsetzt. Ja. Ach nee, Quatsch, nee, nein, nee, Quatsch, nee, vergiss nee, es, mein Fehler. Ich mach das mal. Ich gebe die 5 Holz aus. Mhm. Sind dann 6. Das hier oben ist weg. Und ich habe die Funktion. Die Funktion habe ich hier auch noch. Und die Funktion habe ich auch. Ich habe gerade ein Gebäude gebaut, das bringt mir einen Siegpunkt. Und das war's. Dann gucke ich, ob ich gewertet habe. Habe ich nicht. Dann damit bist du. Oh, diese Reihenfolge, das ist echt. Stern und. Könntest du es jetzt zumachen? Mhm. Unsere ganz schön clever Runde zieht sich übrigens dadurch nach hinten, sei jetzt schon mal gesagt. Das schaffen wir um 16 Uhr nicht. Dieses Spiel hat jetzt etwas länger gedauert durch die Recherche und noch der Postmann. So, dann machst du jetzt erst die Aktion, bevor du irgendwas anderes machst. Erst mache ich erstmal meinen Kürzel rein. Ja, und dann machst du die Aktion, bevor du was einsammelst. Damit du gar nicht erst in Versuchung kommst. So. Ich kann eh nichts machen, weil ich nichts gekauft habe. Ich könnte einen Zauber... Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Hab ich? Nö, ich kann nichts. Gut. Ich könnte ein Gebäude. Ich könnte mir die 3 Siegpunkte wegmachen. Mhm. Wie wegmachen? Indem ich ein Monument mache. Ein Monument? Hast du genug Holz? Ja, du hast genug Holz. 3 Siegpunkte für jeden Zauberspruch kannst du ja wegmachen, richtig? Und krieg dafür 8. Leider ja. Dafür müsste ich aber 3, 4 Holz ausgeben. Nee, ich müsste, damit sie es rechnet, müsste ich 3 Zauber sprechen, damit sich das lohnt, das wegzuschmeißen. Ach so. Nee, andersrum. Wenn du es nicht machst, müsstest du 3 Zauber machen. Ja, genau. Aber so nehme ich dir die Chance, auch die 8 Punkte zu geben. Korrekt. Komm. 4 Holz, ein Dings, dann wandelst du das, streichst du komplett durch, wandelst du um und nimmst mir die 8 Monumente weg. Gebe ich 8. Okay. Ach so, habe ich eigentlich die 10 eingetragen vorhin? Wahrscheinlich nicht. Sonst hättest du ja nur 3 Punkte bisher gemacht und du hast schon eine Stadt gewertet, glaube ich, ne? Ja, du hast schon eine Dreierstadt gewertet. Nee, du hast sie noch nicht eingetragen. Gut. Und 18, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann jetzt die Wertung. Wertung. Heißt 2 Relikte für uns beide, echte Relikte. Diesmal wirklich. 4 Kronen, für mich sind es 8. Genau, für mich sind es 4. 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Dann hast du hier das gebaut. Das heißt, ich krieg noch ein Holz, du nicht. Warum kriegst du ein Holz? Weil das ist noch nicht. Das ist noch nicht zu. Dann vergiss es. Du hast voll ganz recht. Das war's. Ja. Du hast aber eine Wertung gemacht, du kannst noch eine Karte kaufen, aber du hast kein Gold. Ich habe kein Gold. Oh, ein Sterne. Stern. Stern. Relikt. Und ein A. Mache ich mich mal hier hin. Du Sack. Na, ist ja nicht viel. Dann werde ich eine Krone mal zwei, sind zwei Siegpunkte. Das ist ja jetzt echt nicht die Welt. Aber dadurch kann ich natürlich eine Karte theoretischweise kaufen. Und du machst das zu. Das mache ich aber erst nach meinem Zug jetzt, weil das war irrelevant für den Zug. Ja, das mache ich gleich noch. Die merken uns gleich noch. Ja, ja, okay. Ich kann vorher noch eine Aktion machen. Ich habe aber fast nichts. Ah, Handwerk ist bei mir ja inzwischen Zeit 1:1. Ich habe was. Ich könnte eine Zweierkarte kaufen zum Beispiel. Ich kaufe mir mal hier die Zweierkarte. Nehmen den da. Mhm. Und das war meine Aktion. Dann wird gewertet. Die Siegpunkte habe ich mir gerade schon gegeben. Zwei, das sind zwei Handwerker mal eins. Und ich darf noch eine Karte kaufen. Für 0 Gold? Ah, ja. Okay. Aber habe ich gerade nicht schon eine Karte gekauft? Doch, du hast die gekauft. Das hätte ich gar nicht als Aktion machen dürfen. Als Aktion darf ich machen, eine Karte nutzen oder ein Monument bauen. Das kann ich. Das könnte. Nee. Und ein Relikt, kann ich ein Relikt bauen? Ja, weil ich hatte zwei, dann hätte ich und habe zwei ja wiederbekommen. Boah, diese Reihenfolge macht mich echt bankrott. Aber ich hatte zwei und ich hätte jetzt zwei. Genau. Also würde ich, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich wollte ein Relikt bauen. Dann gehe ich eins zurück und baue die zwei Artefakte in Relikt. Oder spare ich noch aufs Dritte? Ich spare noch aufs Dritte. Vergiss es. So, und die Karte hast du dann für die genommen, dann halt. Gut. Ein Holz und ein Fragezeichen. Sorry. Kein Thema. Die drei sind nicht belegt. Ja, ja, ich weiß. Was war mit Tippex jetzt noch? Du willst an meine Relikt ran. Ja. Böses Mädchen, böses Mädchen. Ach komm. Ein Stern. Und ein Holz. Und ein Holz. Mach's nochmal mehr. Und ein N. Okay, dann erst die Aktion machen. Erst die Aktion. Ja, ich bleib drauf, alles gut. Drei Relikte. Ach du. Geht nicht. Geht nicht. Ich habe kein Handwerk. Handelsware. Ich habe kein Handwerk. Und kriegst du noch nicht mal diese Runde. Oh, shit. Haha. Netter Versuch. Ich habe kein Handwerk. Hätte ich ein Handwerk gekriegt? Irgendwo? Nein, nicht da. Nee, ich hätte es nirgendwo gekriegt, weil wir kein Dreieck haben. Richtig. Ah, ärgerlich, aber... Du kannst ja nicht alle vor mir machen. Wo sind wir denn da? Das Spiel heißt nicht Diss den Andi. Klar. Ich kann gar nichts machen. Weil ich habe nämlich alles auf dem... Dann wird gewertet. Das heißt, du kriegst ein Relikt, ich krieg ein Relikt. Ja. Damit habe ich mich jetzt auch drei Badge. Und ich habe das Handelszeug. Ich habe... Und du kriegst 1, 2, 3 mal 1 Zauber. Und ich krieg 1, 2, 3 mal 2 Zauber, also 6. 1 sind noch 5 mehr, kriege ich 2 Siegpunkte. Okay, aber ich habe jetzt immerhin schon 4 Relikte. Und da du gewertet hast, darfst du jetzt theoretisch für Gold noch eine Karte kaufen. Ja. Gut. Ups. So, ist ein Holz und ein Gold. Gold. Gold ist so ein bisschen...
Gold hier hin, das Holz dahin. Das und du schließt es ab, das hier Gold. Nee, ich schließe, ach das ja, Gold schließe ich das Gold ab, richtig. Dann sind, das mache ich aber erst danach. Du. Jetzt meine Aktion vorher. Jetzt baue ich das Relikt. Ich habe nämlich 3 Artefakte. Mhm. 1, 2, 3. Und habe ein Handwerk. Yeah. Und damit habe ich den 10er gebaut. Den kannst du dir durchstreichen. Mhm, hab ich. Jetzt darf ich auch mal 10 Punkte machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha! Nicht Gold. Nur du. Dann habe ich gewertet, krieg also 6 Gold. Bringt mir allerdings nicht so viel, aber immerhin. Genau. Und ich darf noch eine Karte kaufen. Ja. Ich kaufe hier die Dreierkarte für 3 Gold. Ich brauche Gold und krieg keins. Wo habe ich denn gerade da? Warum kriege ich kein Gold? Also jetzt langsam haben wir alle Spieler alle Fehler ausgemerzt. Das ist unglaublich. Denk noch dran, dass die hier frei sind, das heißt, da ist ein ich Gold. Ich überlege, ne? ja, bin ich gerade am Überlegen. Dann kommen wir, machen wir das mal, damit das mal weg ist. Was ist das? Ein Dreieck? Dreieck und ein Holz. Okay, und da oben ein N, oder was? Und da mache ich ein N. Okay, dann mach jetzt erstmal deine Aktion, bevor du wertest. Ich kann nichts machen, weil ich habe. Gut. Ich könnte nur Zauber, aber ich habe nichts gekauft. Und dann kriegst du ein Gold nach deinem. Nach deiner Wertung? Ich krieg ein Gold. Ich krieg auch ein Gold, was mir liegt. Doch, haha. Und ein Kristall nutzt mir nichts. Oh, da krieg ich sogar. Nee, das ist nicht ein A. Ich krieg nur ein Kristall. Nee, das ist ein Dreieck. Genau. Ein Kristall kann aber ich aber du nicht. Kannst noch eine Karte kaufen. Theoretisch nach einer Karte. Oder du sparst. Ich kann für damit eins damit sind die jetzt hier kaufen. Gebaut. So. Ist das ein Holz? Ja. Ich die kaufen. Während du überlegst, würfel ich schon mal. Ja, ja. Holz und was? Ich mach anders. Die, ich kauf die. Ich hol mir mal ein Holz und ich hätte gern noch eine Krone. Und ich mach hier noch einen. Wegen so, Zaubern? Ja. Ach nee, hast du gerade gemacht. Der kommt erst später. Mhm. Jetzt kann ich noch meine Aktion machen. Ich könnte dieses Gebäude theoretischerweise kaufen, wenn ich es mir leisten könnte, was ich noch nicht kann. Oder du machst den Zauberspruch. Oder ich könnte einen Zauberspruch machen. Da könnte ich noch einen Mannequin eintragen. Ist mir das wert? Super lang geht das Spiel wahrscheinlich nicht mehr. Nee, will ich nicht. Kann ich ein Monument? Ich könnte auch ein Monument bauen. Ohne Holz? Ohne Holz. Ich mach gar nichts. Du kriegst aber 2 Holz. Ja, ist aber jetzt auch nicht die Welt. 2 Kronen! Relikt? Ja. Zauner. Ach hier, du willst da nicht mit dabei sein. Ich will genau überall gehört. Dabei sein. Okay, jetzt hat der Bernd uns auch nochmal bestätigt, nur wenn man einen Pasch würfelt. Der guckt so. Ja doch in seine E-Mails rein. So, ich habe es da hinten eingezeichnet. Du und Sau! Das, ja. Dann erstmal eine Aktion vorher, Fragezeichen. Eine Aktion, ja. Zaubern könntest du. Ich kann zaubern. Ich mache hier den Zauber. Das heißt, du kannst einen beliebigen auf 5 setzen? Ja. Okay. Machst du Holz vielleicht? Sollte ich tun, wenn ich was kaufen möchte irgendwann mal. Mhm. Dazu müsste ich aber auch eine Karte vorher erstmal kaufen für Gold. Das ist richtig. Oder ich setze mir das Handwerk hoch. Und was auch immer. Okay. Ich setze mir das Handwerk auch hoch. Und dann kriegst du ein Relikt. Und dann kriege ich ein Relikt. Und 4 Siegpunkte, leider Gottes. Und 4 und ein Kristall noch. Ein Kristall und 4 Siegpunkte. Und 1, 2, 3, 4. Mhm. So.
Und jetzt kannst du theoretisch noch eine Karte kaufen für Gold, was du nicht hast, also ist dein Zug pendeln. Richtig. Es sei denn, ich würde tauschen. 2 zu 1, wenn du es willst, ja. 2 zu 1, dann hätte ich ein Gold. Nö, den Rest hebe ich mir auf. Okay. Dann einmal Magie und ein beliebiges. Nee, Handwerk. Ja, Handwerk und ein beliebiges, stimmt. Dann mache ich hier mal das Handwerk. Setz mich hier hin. Soll das ein A sein? Mhm. Wo machst du das zweite Symbol? Das überlege ich jetzt noch, aber wahrscheinlich mache ich. Nee, musst du die nicht nebeneinander, die musst du doch nebeneinander stimmt. machen. Möchtest du zaubern bauen? Zaubern wäre jetzt schon wieder dieselbe Dings. Ich könnte. Zaubern darf ich ja nur, weil ich gekauft habe und noch kein Gebäude gebaut habe. Das heißt, es ist nur diese Karte aktuell. Da könnte ich noch einen Mannequin einschreiben. Nee, will ich nicht. Das ist mir nicht wert. Obwohl? Nee, ist es mir nicht wert. Obwohl? Nee, ist mir nicht wert. Du hast nichts zu werten, kannst auch nicht kaufen. Dann Krone und X. Zum Spielende auch. Weil die eine da oben ist schon fast umrundet und das hier auch. Und wenn das dann noch umrundet wird, ist rund. Gut. Krone und Gold. Erst eine Aktion vorher? Fragezeichen? Genau. Relikt. Eins, zwei, drei. Und ein Ding. Und eins. Dann kriege ich das Achter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8. So, das habe ich gemacht. Es geht ja immer nur 1. Ich kriege 2 Gold. 1, 2. Und keine Karte kaufen. Mache ich noch. In der Zeit kannst du, glaube ich, würfeln. Ui, beliebt. Ich habe Holz damit abgeschlossen und das machen wir erst danach. Erst noch eine Aktion. Es bleibt dabei, ich kann. Nein, ich will nicht. Dann kriege ich das Holz. Das ist in meinem Fall nur 1. Aber der Vorteil ist davon, dass ich jetzt gewertet habe und eine Karte noch kaufen kann, endlich. Mhm. Für 3 Gold. Ich glaube, ich mache da mal was Cleveres. Ich kaufe mal die hier unten. Ich glaube, ich übersehe so, immer, nee, was die machen. Ja, das heißt, du kannst noch mal 2 Würfel würfeln mit dem Zauberspruch. Und das heißt, du kannst 1 Würfel würfeln. Ah, was ja dann heißt, dass du vielleicht was schließen kannst. Deswegen mache ich das jetzt gerade so auf die Gedankenweise. Ja. Das war's. Du bist. Achso, nee, und das Holz krieg habe ich mir, glaube ich, schon genommen. Ja, passt. Warte mal, es muss jetzt so langsam mal ja hinkommen, dass man noch Siegpunkte macht, weil du führst ja schon meilenweit. Ich
habe ja erst 20, 25, 26, 27 und du hast schon 20, 40, ach oh Gott, 51. Ich könnte im Strahl kotzen. So, ich habe eingezeichnet. Mhm. Schön. Willst du einen Orden? Ja, bitte. Da kriege ich einen Siegpunkt mehr, wenn ich das mache. Ja? Du sparst beim Errichten von Gebäuden ein Hot. Was? Nein. Das da. Du erhältst jedes Mal einen Punkt, wenn du ein Gebäude, ein Relikt oder ein Monument errichtest. Oder ich will den Zauber. Also ich mag Würfelspiele ja auch und diese scheint mir interessant zu sein. Hier ist aber schlussendlich alles sehr mechanisch. Das Thema ist im Grunde beliebig, das finde ich ziemlich schade. Ja, verstehe ich. Ich verstehe, was du meinst. Sagt der Udo, grundsätzlich würde ich dir aber fast zustimmen oder fast behaupten wollen, wie viele Würfelspiele kennst du denn, die sehr thematisch wären? Ich überlege gerade, ich kenne da spontan, glaube ich, fast keins, weil das Thema immer austauschbar ist und sehr, sehr viele sind abstrakt. Du hast ja ein Thema. Das Thema ist ja vom Brettspiel vorgegeben, dass du dich ausbreitest. Ich habe das Thema nicht gelesen, natürlich vorgelesen. Das könnte man also noch vorlesen. Also ich will den Zauber haben? Ja, mach mal. Überwältigt von Goblin-Horden sind die Reste der fünf Völker gezwungen, aus den fruchtbaren Hiddenlands zu fliehen und eine neue Zivilisation aufzubauen. Also wir bauen hier gerade ein neues Gebiet auf, weil wir verdrängt worden sind. Das ist ja auch das vom Brettspiel. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, wegen mechanisch oder nicht. Aber sind wir ehrlich, wir haben doch vorher das Trois Dice gespielt, hast du auch zugeguckt, Udo. Das ist auch sehr mechanisch und eigentlich nicht Thematik. Ich will den Zauber gleich wirken. Ja. Der zählt, einer zählt dreifach. Mhm. Das heißt, du hast dann 3, 4 Gold. 4 Gold. Mhm. 1, 2. Mhm. 3, 4. Mhm. Und ich habe noch die 2 Dreiecke. Das heißt, plus ein Relikt. Das Relikt kriege ich auch. Und ich kriege die Dreiecke vierfach. Vierfach? Ja, weil ich 2 As dran habe. Ach so, ja. Ich habe 2 hier. So, und jetzt kann ich noch eine Karte kaufen, weil ich habe. Aber ich verstehe komplett, was du meinst, ja. Jetzt kann ich mir für 3 auch die hier mit den 2 Würfeln noch holen. Ist eigentlich egal, welche. Mhm. So. Gut. Dann ich habe es, glaube ich, geschafft. Einmal Handel und einmal Gold. Jetzt noch ein A. Mhm. Dadurch passiert eigentlich gar nichts. Ich kann aber noch eine Aktion machen. Gebäude oder Zauber? Ich hatte mir da vorhin ein Gebäude gekauft, genau. Ich würde nochmal einen Zauber nutzen wollen. Und zwar hier den da. Das kostet mich 3. Das nochmal, okay. Das ist ein Gold und ein Ding. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich was Cooleres. Hm. Schade. Ich hatte eigentlich einen Plan. Na gut, dann mache ich hier das hier mal. Dann wird gleich nochmal gewertet. So, das heißt, jetzt ist ja meine Aktion, habe ich ja gemacht. Also 6 Dreiecke? Nee, was? 8. Nein, das ist ja noch nicht abgeschlossen. Ach so, stimmt. Das sind einfach nur 2 Gold für dich und mich. Das ist schön. Und der Stern, da ist nichts dran. Da ist nichts dran, aber der hier ist für mich 2 Siegpunkte einfach nur. Das ist echt wenig. Ich wollte die eigentlich mehr pushen, aber das hat nicht geklappt. Mhm.
Karte kaufen willst du nicht? Du hast gewertet. Ich will eine Karte noch kaufen, doch natürlich. Kauf mal hier die Musterung für 4 Gold. Der Udo schreibt, ja, das ist schwer bei Würfelspielen, der Grat ist recht schmal. Kniffel ist sehr thematisch. Thema, versuch dich an Zahlenkombinationen, trag sie ein und gewinne. Naja, ja, ich würde es nicht als thematisch bezeichnen, das ist halt komplett abstrakt. Ich meine, Nochmal und Quicks zum Beispiel finden wir ja auch super und die haben halt auch gar kein Thema. Ne? Ich überlege gerade, ob wir irgendwie. Ich meine, was ein thematisches Würfelspiel ist, ist im Wandel der Zeiten Bronzezeit. Ne? Das ist sehr thematisch, finde ich eigentlich. Aber ja, mach erstmal deine Aktion. Genau. Ich habe eingemalt. Ich kann machen. Mache ich das oder mache ich. Ich mach mal hier auf 2 und 2 zu 1. Was? Wie 2 zu 1? Ach nee, das geht ja nicht. Das muss ich ja damit machen. Mhm. 2 davon sind 1 davon und dann sind es 3 und dann kann ich den Zauber auch wirken. Mhm. Und machst auch nochmal 2 Würfel. Okay. Ja. Dann halt so. Jetzt habe ich übrigens schon 2 Symbole komplett zugemalt. 3. Sind jetzt schon 3? Ja. Ah, du beendest das Spiel, ja. Okay. Das ist sehr schade. Weil ich hätte noch Monumente bauen können. Das habe ich letzte Runde nicht gemacht. Also habe ich haushoch verloren jetzt. Ja. So. Okay, dann okay, machen wir auch deine Wertung. Das habe ich eingezeichnet. Ja, was noch? Und das da unten. Aber damit habe ich die Dreiecke abgeschlossen. Ja. Das sind 1, 2, das sind 8. Ich bin da auch dran. Das sind 4. Das sind 1, 2. Ja, das sind 4, genau. Ich habe auch 8. 4 mal 2 sind 8. 8, das heißt bei mir direkt 4 Siegpunkte. Mhm. So, dann hier oben. Das Dreieck sind ja. Nochmal 2. Das sind bei mir nochmal. Nochmal 1 Siegpunkt. Genau. Und ich habe das Holz. Ja. 1, 2, 3. Ja, also mal 3. Das sind 9. Und ich habe 3 mal. Ich habe 6. Sind 5, 4, 1, 2, 3, 4. So, jetzt kommen wir hier unten hin. Ja. Ich habe den Stern zugemacht, das sind 4. Das sind bei mir 2. Mhm. Und das Dreieck ist noch offen. Genau. Und das war's. Jo. Richtig? Ja. Und weil ich gewertet habe, könnte ich noch eine Karte kaufen. Ist das sinnig? Ich glaube nicht. Warte, lass mich mal kurz in die Siegpunkte-Dinger gucken. Spielende. Du tauschst jede Ressourcenart separat 2 zu 1 in Punkte um. Jede gekaufte, noch nicht genutzte Karte ist ein Punkt wert. Gut, jedes Artefakt, das du noch nicht in ein Relikt umgetauscht hast, ist ebenfalls ein Punkt wert. Also die Karte ist ein Punkt wert, aber auch 2 Ressourcen sind ein Punkt wert. Also lohnt sich nicht wirklich. Dann lohnt sich nicht. Gut, dann machen wir das gerade noch. 2 zu 1. Also kannst du einfach alle zusammenrechnen. 5, 6, 10, 15 durch 2 sind dann 7. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und Relikte auch noch einer, sind einer. Und nicht gebaute Karten sind einer. Ist bei mir. Was, Relikte 1 zu 1? Ja. 1, 2. 1, ein Siegpunkt noch für eine Karte. Aber ich glaube, das habe ich haushoch verloren. 10, 20, 30, 40, 45 oder so. Das ist 68. Ja. Mhm. Also ich hätte jetzt tatsächlich noch locker das Monument bauen können. Ich habe es in letzter Runde nicht gemacht. Ich depp, dann hätte ich nochmal 6 mehr. Ich hätte auch, nee, das Relikt hätte ich sonst vor dir gemacht. Nee, nee, Monument. Und ich hätte ein Relikt gemacht. Das wären auch ich hätte noch 2 Monumente gebaut. Mhm. Also wären 11. Aber da bin ich noch nicht an dir dran. Ja. Genau, das war jetzt das Spiel Pandoria, wie wir gesehen haben, mit ein paar Anfangsfehlern. Ich finde, wie gesagt, die deutsche Anleitung da nicht so stimmig. Hier steht, erst würfelst du. Bei 2x darfst du auch, bei 2 Fragezeichen darfst du gleiche wählen, dann steht Ressourcen nehmen, dann steht, bei 2 gleichen Ressourcen zeichnest du zwischen die beiden Ressourcenfelder ein Artefaktsymbol.
Bei zwei gleichen, ne, hätte man gleichen Pärchen. Bei zwei gleich gewürfelten, in Klammern, Pärchen wäre besser gewesen. In der Englischen steht nämlich Double, bei Double Roll, beim Würfelroll schon. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Von der Aufmachung der Anleitung noch, ich fand es nicht so gut, dass die, also ich fand mehrere Absätze zu kurz und es wird darauf eingegangen, dass du das Spiel halt schon kennst. Also nur lesen, ohne das Material zu lesen, geht gar nicht. Und ich fand es halt auch komisch, dass hier gesagt wird, ja, du kannst dann die Kartenaktion machen, wenn du sie schon gekauft hast. Und das Kaufen wird erst erklärt, wenn ein Gebiet abgeschlossen wird. Mhm. Das hat er so gemacht, weil so die Reihenfolge ist. Aber ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn man das anders erklärt hätte. Ich habe jetzt auch im Video auch gesagt, ne, eine Karte kann man kaufen, wenn ein Gebiet gewertet wird. In Klammern, das erklären wir gleich noch. Und dann vielleicht irgendwie. Ne? Ich finde die Struktur einfach ein bisschen umständlich. Und wahrscheinlich wurde es versucht, auf vier Seiten zu kloppen hier mit allen Varianten. Es hätte vielleicht nicht geschadet, die Absätze ein ganz kleines Ticken, noch einen Satz dazu oder zwei. Es hat sich einfach ein bisschen kompliziert gelesen. Ich kann es nicht besser beschreiben. Es war nicht so ideal beim Lesen. Ich finde auch die Symbolik nicht immer intuitiv. Die hier. Ja. Das finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm, weil wir ja gesagt haben, ich finde auch bei anderen Spielen, gucken, wenn du es zwei, dreimal gespielt hast, ja, dann ist es drin. Und an die Reihenfolge muss man sich gewöhnen, da haben wir öfters gehangen. Das liegt aber es ist nicht intuitiv, dass du erst würfelst, dann malst du rein, dann machst du die Aktion, bevor du die Wertung ausführst. Ja, weil es schon einen Unterschied macht, ob du die Ressourcen hast oder nicht. Es macht halt schon, weil sich das im Zug zurückwirft. Genau. Ja, das wirft dich einen Zug zurück, aber es macht es halt unintuitiv. Den Fehler haben wir ja jetzt hier mehrfach gemacht. Ja. Ich hätte jetzt also rein von der Erstpartie gesagt, man muss echt aufpassen. Das muss man beim Erklären echt nochmal mehrmals betonen, dass das unintuitiv ist, aber das hat seinen Grund. Das heißt, wenn man was schließt, kriegt man es erst nächste Runde. Punkt. Ich finde das hier auch ein bisschen unübersichtlich mit, du kaufst, dann streichst du ab. Gut, da haben wir halt mehrmals Fehler gebaut. Ne? Also jetzt rein von der Erstpartie, aber wir spielen es ja da noch ein paar Mal, hätte ich jetzt gesagt, boah, da fand ich jetzt das Trois Dice einfach eleganter. Es ist eleganter. Verkopfter, ja. Ja. Als jetzt hier eintragen, Reihenfolge beachten, Karte kaufen, Sonderfunktion nachlesen. Garantiert macht das auch Spaß und es war jetzt halt nur Erstpartie. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist ja erst die Expertenvariante, genau, weil das ist die Familienvariante. Die Familienvariante ist viel einfacher, da muss man halt die Rohstoffe nicht verwalten. Sondern die Rohstoffe haben sofort einen Effekt bei den Zaubersprüchen. Also da sind die Regeln auch deutlich, deutlich weniger. Die Familienversion ist nämlich nur eine halbe Seite. Da ist der Unterschied. Du würfelst die Ressourcenwürfel ganz normal, du zeichnest einen ganz normal. Dann darfst du Zaubersprüche nutzen, die dir einen einmaligen Vorteil bringen, wenn du eine Wertung vorher gekriegt hast. Dann schreibst du deinen Namenskürzel rein und dann kannst du den irgendwann mal nutzen, wenn du willst. Mhm. Wenn du ein Gebiet gewertet hast, kannst du halt dich eintragen. Und es gibt eine Gildenwertung. Jeder von uns hat eine Gilde und du kriegst einfach Siegpunkte jedes Mal, wenn du das wertest. Also Handwerk ist dann jedes Mal ein Siegpunkt für dich, wenn du Handwerk wertest zum Beispiel. Und du brauchst auch nur mindestens einen Arbeiter dran, egal wie viel, es wird nicht multipliziert. Mhm. Also jedes Mal, wenn dann Holz gewertet wird, kriegt halt der Schreiner dann einen Siegpunkt. Das ist wirklich sehr viel einfacher. Nichts mit diesen Multiplikatoren etc. pp. Hätte man vielleicht doch eher nochmal machen, damit einem die Reihenfolge eingängiger wird. Ja, aber die Reihenfolge ist ja hier... Ist dieselbe. Stimmt. Ja, nicht, ja, du hast diese ganze Aktionsphase halt nicht. Das ist halt das Kaufen des Zauberspruchs, das ist die Wertung und dann kannst du erst benutzen. Genau, und den Zauberspruch kaufst du aber bei der anderen Variante als letztes. Du kaufst die Karte als letztes, hier kaufst du die Karte als erstes. Ach so, dann ist genau gedreht. Ja. Ja. Weil es komplizierter ist. Also ich weiß nicht, ob das hilft. Ja. Grundsätzlich vollkommen in Ordnung. Bringt, glaube ich, das Spielgefühl vom Brettspiel schon rüber, weil da war es ja genauso, dass man Blättchen einlegt und die Manneken, das war halt das Ungewohnte, nebendran legt, damit man von beteiligt wird, statt drauf. Ich fand es jetzt in unserer ersten Partie nicht ganz so gut. Das liegt aber daran, dass wir halt viele Spielfehler begangen haben. Und vielleicht sollte man hier auch noch ein bisschen mit Farben arbeiten, weil es wird leicht unübersichtlich. Man muss echt gucken, wo man eingetragen hat. Das stimmt. Das Überkopfspielen macht es natürlich auch ein bisschen komplizierter. Ne? Deine Enden sehen für mich aus wie Zs und so. Aber ja. Ja, also ich glaube, wenn man das ganze Video guckt, hat man die Regeln drauf.
Um jetzt nochmal einen richtigen Eindruck zu kriegen, müssten wir es einfach nochmal spielen. Ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat, ob man Familienversion spielt oder nicht. Mhm. Wenn man es mal gespielt hat, hat man es ja drauf. Und man muss echt aufpassen bei der Expertenvariante. Ich darf das nicht zulassen, dass du eigentlich zwei Top-Gebäude kriegst. Das bringt mich zu sehr weg. Ja. Da würde man beim nächsten Mal auch aufpassen. Genau, das war Pandoria. Ja. Ich denke, es ist okay. Ich fand aber das andere tatsächlich jetzt direkt im Verhältnis, direkt nacheinander. Im direkten Vergleich sieht bei mir auch Tor. Deutlich besser, ja. Ist jetzt aber vielleicht ein bisschen unfair, weil das war halt auch geschmeidiger zu verstehen. Definitiv. Ja. Wobei tatsächlich die Regeln von Tor deutlich länger sind als die von Pandoria Merchant. Das ist nur. Es ist ja eigentlich nicht. Anderthalb Seiten tatsächlich. Ja. Ja, ist nicht so viel, dann brauchst du nur noch einen Kartencloser. Bei dem anderen musst du halt jedes Ding erklären. Ne? Wenn wir uns hier nochmal den Block angucken, mache ich ja mal bei Würfelspielen ganz gern. Ihr braucht im Prinzip immer nur eins von den großen, außer ihr spielt online. Und hier hinten braucht es noch eine Solo-Variante. Genau, ist noch eine Solo-Variante. Und pro Mitspieler braucht ihr einen hiervon. Finde ich jetzt auch ein bisschen strange. Es ist so designt, dass die gleich dick sind. Das heißt, du hast genauso viel Pläne, wie du Mitspielerdinger hast, obwohl du davon deutlich mehr. Also für Solo wird es aufgehen, für Nicht-Solo geht es gar nicht auf. Ja. Dafür kannst du es aber bei Boardgame Geek runterladen, die Dinger. Ich glaube sogar auf der Iron Games Seite auch. Also du kannst es da ausdrucken. Vollkommen legitim, aber ich finde es trotzdem komisch. Da hätte man auch den einen Block einfach dicker machen können. Mindestens doppelt so dick. Aber das ist natürlich alles so Kritikpunkte auf oberster Ebene, auf sehr hohem Niveau. Aber ich gucke mir das halt immer auch bei Würfelspielen an, weil ich finde, das macht auch nochmal was aus, wie oft kann man es denn theoretischerweise spielen, wenn man es nicht einlaminiert und nicht ausdruckt, sondern einfach nur das Material nimmt, so wie es ist. Und ich würde es vielleicht das nächste Mal auch nicht mit dem hier spielen, sondern vielleicht dann mit Edding oder so. Dann musst du aber wieder aufpassen, dass du was drunter hast. Sonst oder mit Farbfilzstiften halt. Oder einfach. Mit Farbfilzstiften, das stimmt. Genau, das war Pandoria Merchant. Möchtest du noch was ergänzen? Nö. Nee. Dann würden wir uns jetzt demnächst ganz schön clever hoch 3 widmen. Haben wir schon neulich mal gespielt, aber nicht gestreamt. Und dann beende ich mal hier das Recording. 1 Stunde 20, meine Fresse. Habt ihr das